Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Montag, der 18. November 2024. Andreas hat sich gut vorbereitet, hatte aber auch genügend Zeit. Und ich sag mal ganz herzlich guten Morgen. Guten Morgen. Ich komme hier gerade rein und sage, was haben wir denn heute? Bekomme eine Minute vor der Sendung hier ganz kurz hier so ein paar Überschriften genannt. Und dann heißt es, ich bin gut vorbereitet. Also die Minute habe ich gut genutzt. Jetzt weiß ich genau, was kommt. Ja, aber das passt alles hier so ein bisschen zum Wetter, meine Unvorbereitetheit. Es ist wirklich regnerisch draußen, aber richtig dolle regnerisch, gar nicht so angenehm. Wobei es schön ist, drin zu sitzen. Aber ich war natürlich vorhin schon bei den Hühnern und die Hühner, die haben es gut, weil die haben ja dann einen kleinen Stall in ihrem kleinen Gehege, was dann überdacht ist. Und da haben wir dann auch ein Licht drin und da fühlen die sich dann richtig wohl. Und das freut mich natürlich, wenn wir hier so rausgucken und sehen hier die glücklichen Hühner da draußen rumlaufen. So, das zum Wetter. Ja, der See changiert wirklich silbergrau. Man kann ihn sehen, also neblig ist es nicht, aber von schönem Wetter sind wir ganz weit weg. Ganz weit und es soll auch so bleiben. Andreas hat euch das verschwiegen, aber auch die nächsten Tage soll es hier einfach fröhlich vor sich hin regnen, den Boden schön aufweichen und das ist für die Pflanzen mehr als gut. Wir kommen direkt mal ins politische Tagesgeschehen vom 18. November. Andreas, bevor wir anfangen, zwei Sachen wollte ich gern noch loswerden. Wir hatten gestern, was unseren Online-Kongress angeht, ein kleines technisches Problem. Das ging über ein paar Stunden. Man konnte sich nicht anmelden. Dieses Problem ist behoben. Das heißt, wer da gescheitert ist, der kann es gerne wieder versuchen. Und noch eine Sache ist mehr als wichtig. Ja, also es ist ganz wichtig. Es ist doch so, dass je nach Zahlungsmethode auch immer wieder mal Rückfragen auftauchen bei den Menschen, die sich anmelden wollen zu diesem Online-Kongress. Und da kann es schon mal ein bisschen dauern, bis das alles so fertig ist. Und wir können also nur jedem raten, nochmal am 22.11. läuft dieser Vorbucherrabatt ab. Das heißt, ab dann ist der reguläre Preis fällig und man sollte es nicht so auf den letzten Tag rausschieben. Das ist wie beim Flughafen. Man sollte immer 2 bis 3 Stunden früher da sein. Es könnten immer mal irgendwelche Beschwerlichkeiten auftreten, denn selbst wenn ein technischer Defekt kommen würde, wird dadurch nicht die Frist verlängert. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt nochmal. Also wenn ihr dabei sein wollt, dann wäre es jetzt der ideale Augenblick, noch dabei zu sein und sicher zu sein. Nein, es ist vor allem eine Sache wichtig. Der 22. ist schon kein Tag mehr, an dem man den Frühbucherrabatt bekommt. Der läuft am 21. um Mitternacht aus. Und ja, ich kann nur sagen, ich freue mich. Es sind noch 2,5 Tage, raunt der Andreas hier aus seiner Ecke hervor. Und genau, ich freue mich auf diesen Kongress. Wir sind ja hier inmitten noch von Vorgesprächen und wir werden euch, ja, sobald wir auch heute wieder gesprochen haben, mit weiteren Referenten euch auf dem Laufenden halten. Noch eine Info, was mir sehr wichtig ist. Durch die Vorgespräche wurde eine Sache klar, was die Mikrobe angeht, was mögliche Sheddings angeht, was überhaupt eine Gesunderhaltung des Körpers inklusive Entgiftung angeht, spielt CDL immer wieder eine große Rolle. Und wir haben uns entschlossen, außerhalb des Kongresses, also direkt hier für den Kanal und auch für YouTube, ein Interview aufzuzeichnen mit Andreas Kalker, Dr. Kalker. Der ist der CDL-Papst weltweit, kann man sagen. Er hat einige Bücher geschrieben und es wurde immer wieder deutlich, hier aus unseren Gesprächen, dass viele mit der Dosierung nicht klarkommen. Und da werden wir einfach ein paar grundsätzliche Fragen stellen, damit das einfach auch mal in einem öffentlich zugänglichen Video geklärt wird. Also das demnächst werde ich das Interview führen, freue ich mich auch schon drauf. So, jetzt aber, Andreas, die Grünen. Die Grünen hatten Parteitag. Es wurde der Kanzlerkandidat gekürt, gewählt.
Und die Grünen haben so laut gefeiert und sich so von Herzen gefreut, dass sie diesen wunderbaren Kanzlerkandidaten ins Rennen schicken werden für die Neuwahlen. Man hatte das Gefühl, Habeck ist jetzt schon Kanzler von Deutschland. Ja, es ist so eine Guru-Veranstaltung und ich bin erinnert an Bhagwan und auch an ganz viele verschiedene, die letztendlich die Leute um sich herum haben tanzen lassen, den Bezug zur Realität zum Teil auch komplett verloren haben und die hier wirklich in einer paranoiden Form hier alle Realitäten wegwischen und selbst sich in irgendeiner super Emotion bewegen nach dem Motto, jede Zelle meines Körpers ist glücklich, jede Zelle meines Körpers ist gut drauf. Klingt ja alles wunderbar, aber wir sollten vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch die Realität zum Wort kommen lassen und was die Grünen da abfeiern, ist wirklich unfassbar. Dreist vor allem auch in Anbetracht der Menschen, die so viel Elend erlitten haben durch diese Politik von denen. Also mir kommen sie vor wie ein Haufen kleiner Kinder. Ja. Ist das jetzt schon wieder strafbar, was ich hier gesagt habe? Was denn, kleine Kinder? Ja, kleine Kinder. Nein, 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 nein. Ich meine, Frau Baerbock spricht ja auch ungefähr so auf dem Kita-Niveau. So ist mir das also aufgefallen in ihrer Art. Und seit der Schwachkopf-Causa beispielsweise von Robert Habeck, seitdem nennen wir ihn immer Robert S. Habeck, also hier in unseren internen Kreisen. Und damit hat er sich natürlich einen Bärendienst erwiesen. Denn seit es eben halt diese Monarchenklausel gibt, dass man die großen Führer nicht mehr angreifen darf, das ist ja wirklich eine unfassbare Geschichte in der im Strafgesetzbuch, dass man also die Majestätsbeleidigung, die da ja eingeführt wurde, das zeigt eben halt, wie weit wir von der Demokratie weg sind. Also wie das ganz gelaufen ist, da kommen wir sogar noch drauf. Da, ne? Aber ich möchte ganz kurz noch bei diesem Parteitag der Grünen bleiben. Da ist ja jetzt auch ein neues Führungsduo gewählt worden. Also Frau Lang ist weg, die Ricarda, und Herr, ich sage mal Omnipur, aber so heißt er gar nicht, auch. Und stattdessen gibt es jetzt Franziska Brandner, das ist eine sehr enge Vertraute von Robert Habeck, und Felix Banaschak. Und dieser Felix Banaschak, so ein junger Wuschelkopf, der hat 92,88% der Stimmen erhalten. Also man hält innerhalb der Reihen der Grünen sehr viel von ihm. Und Apollo News, die haben diese von ihm sehr emotional vorgetragene Rede so ein bisschen niedergeschrieben für uns. Und da heißt es, eine sehr emotionale Rede von Angst, Zuversicht und sehr persönlichen Eingeständnissen. Es sei eine Rede, die man nicht umschreiben kann und die am besten wirkt, wenn man sie selbst hört. Also man sollte sie sich anhören, wir haben sie ja auch eingestellt. Wer das allerdings nicht ertragen kann, der kann hier den wichtigsten Teil lesen bzw. hören. Ich habe nur einen Absatz rausgenommen. Die haben das auch so ein bisschen theatralisch und dramaturgisch wertvoll dargestellt. Und da lautet es, also der Herr Banner sah wörtlich, wir können Angst haben vor Donald Trump oder Wladimir Putin. Kunstpause. Interessante Wahl, Trump noch vor Putin zu nennen, sagt Apollo News. Es geht weiter. Vor der Gasrechnung am Ende des Monats können wir Angst haben. Kunstpause. Oder vor dem nächtlichen Nachhauseweg. Sie haben es wahrscheinlich schon erraten, wieder Kunstpause. Wir können Angst haben, Gewalt zu erfahren, ausgegrenzt zu werden, nicht dazu zu gehören, einfach, Kunstpause, weil wir sind, Kunstpause, wer wir sind, lange Kunstpause. Und wie begegnen wir der Angst? Sehr lange Kunstpause. Angst begegnet man nie mit einer Statistik oder einem Argument und sei es auch noch so stark und noch so scharf. Er wird immer schneller und lauter, während er das sagt, um dann wieder in eine abrupte Kunstpause zu münden. Angst, Kunstpause, begegnet man mit Empathie. Er legt wieder eine Kunstpause ein. Und wenn Sie ganz genau zuhören, hören Sie in der Ferne, schreibt Apollo News, das Lachen aller Corona-Leugner, Impfverweigerer, Rassisten, Wutbürger, Verschwörungstheoretiker und TERFs,
die sich alle noch sehr deutlich daran erinnern können, wie empathisch man ihrer Angst in den letzten Jahren begegnet ist. Also ich bin kein Psychologe, aber hier kann man aus meiner Sicht auch ohne große Hintergrundwissen, kann man hier eine Psychose reininterpretieren, wie ein Mensch sich hier selber darstellt und inszeniert unter Ausschaltung tatsächlich aller Realitäten, sich nicht einmal vorstellen zu können, was es bedeutet, in einer wirklichen Angst zu leben. Eine Verhöhnung des Volkes vor den Menschen, die abends im Dunkeln nach Feierabend nach Hause gehen müssen und schlichtweg Angst davor haben, abgestochen zu werden. Aber das interessiert ja keinen. Abgestochen werden, Massenvergewaltigung, alles überhaupt kein Problem für die Grünen. Das Hauptproblem ist, wenn einer die Systemfrage stellt und Zusammenhänge versucht darzustellen, dann wird es kritisch. Und da sind wir bei der AfD und der Brandmauer. Und wenn ich das sehe, da liegt genau diese Geschichte mit Rassisten und Wutbürger und Impfverweigerer, die alle gleichzusetzen. Das ist diese Verhöhnung der Menschen, übrigens eines Drittels der Bevölkerung, die die AfD dabei gewählt haben, denn genau um die geht es ja. Es ist irre, wie dieser Realitätssinn immer mehr entschwindet und eine völlige Psychose letztendlich offenbar diese Menschen treibt. Und da haben wir in der Geschichte viele Beispiele dafür. Ohne dass es jetzt hier weitergeht mit deinen Ausführungen zu diesen Beispielen, kommen wir nochmal zu dem Thema, das du vorhin schon angesprochen hattest, nämlich der Rentner Niehoff. Das war übrigens ein Offizier bei der Bundeswehr, war der Offizier? Das weiß ich jetzt nicht genau. Er war bei der Bundeswehr und ist dann aus Verletzungsgründen in die Frührente geschickt worden. Ein Mann, der in der Nähe von Schweinfurt lebt. Und wir wollen da noch mal kurz reinlesen, denn wie Epoch Times berichtet, soll Herr Habeck eben selber dafür gesorgt haben, dass diese Hausdurchsuchung durchgeführt wird, weil dieser Mann, Herr Niehoff, einen Post retweetet hatte, in dem ein Foto von Herrn Habeck zu sehen war und daneben stand statt Schwarzkopf Professional, diese Drei-Wetter-Taft oder was immer das ist, Werbung, Schwachkopf Professional stand nun da. Und das hat jetzt dazu geführt, dass er also da die Kripo vor der Tür hatte und man hat auch seine elektrischen Geräte beschlagnahmt. 64 Jahre ist der Mann, der in Unterfranken lebt, aber jetzt zieht das schon ziemlich viele Kreise. Und nun hat sich auch der Herr Habeck bzw. sein Bundeswirtschaftsministeriums zu dem Fall geäußert. Er selbst, Habeck selbst, der Kanzlerkandidat der Grünen Partei, der hat selbst den Strafantrag wegen des Memes bei der Staatsanwaltschaft Bamberg gestellt. Daraufhin erteilte das Amtsgericht Bamberg einen Durchsuchungsbeschluss bei Niehoff. Der wohnt in Burg Preppach im Unterfranken. Und es erlaubte der Kriminalpolizei Schweinfurt, die Person, die Wohnung mit Nebenräumen und die Fahrzeuge ohne vorherige Anhörung zu durchsuchen. Und man zeigt sich inzwischen in Habecks Umfeld erstaunt, verwundert über die Durchsuchung. Mit anderen Worten, sie tun wie Tulpe. Und es heißt aus dem Umfeld, dass sein Bundestagsbüro von der bayerischen Polizei auf den Post zu Schwachkopf professionell hingewiesen worden sei, verbunden mit der Frage, ob er Habeck Strafantrag erstatten wolle. Und der Fall wurde Habeck dann der Darstellung zufolge vorgelegt, zusammen mit anderen Fällen. Und er habe dann den Strafantrag gestellt. Der Verdacht der Volksverhetzung, wegen dessen auch gegen den Mann ermittelt wird, weil er nämlich die heutigen Zeiten mit einer sehr brisanten Zeit der deutschen Geschichte verglichen hat, der sei natürlich gravierender gewesen als dieser Tatvorwurf, aber um den ging es hier überhaupt nicht. Ja, und dieses Posting von Herrn Niehoff, das hatte schon im Juni
2024 stattgefunden. Also dazwischen lagen 5 Monate. Ja, das Ganze ist alles so irre. Und es zeigt natürlich auch ein bestimmtes Bild über die charakterlichen Eigenschaften von dem Herrn Habeck, der jetzt mit diesem Adjektiv Schwachkopf immer in Verbindung gebracht wird, weil diese Kause hat er sich jetzt selber eingebrockt mit der Geschichte. Und da fragt man sich, ob er als Kinderbuchautor, wo er doch zumindest ein paar sensible Gedankengänge nachvollziehen könnte, ob er da doch über das Abstraktionsvermögen verfügt, zu erkennen, was aus so einer dummen Geschichte wird. Und genau das hat er offenbar nicht erkannt. Das heißt, er ist noch geringer einzuschätzen in seinen Fähigkeiten, dass er von Wirtschaft keine Ahnung hat, dass er von wirklich Politik auch keine Ahnung hat. Das wissen wir alle. Aber dass er selber von seinen ureigenen Dingen, wie zum Beispiel Pädagogik und Psychologie, offenbar auch keine Ahnung hat, dass sich das vorstellen kann, das ist natürlich wirklich schon heftig. Zu diesem alten Herrn, der übrigens wirklich interessant war, weil er, das war natürlich das Schlimme für Robert Habeck natürlich dann zu erleben, eine Tochter hatte mit einem Down-Syndrom, die sich liebevoll an ihm anschmiegte, während er sein Interview hielt. Die Angst hatte offenbar davor. Also der böse Robert Habeck macht einem Menschen mit Down-Syndrom, einem jungen Mädchen, offenbar mächtig Angst. Wie steht er da? Wie steht er da? Und er muss sich fragen, ob er sich damit selbst zum Deppen gemacht hat. Und zwar zum Oberdeppen. Das ist wirklich so unfassbar. Und dadurch wird er diesen Ruf wahrscheinlich auch nicht mehr los. Und dann nochmal zu dieser angeblichen rechten Nazi-Unterstellung. Dieser Mann dort hat sehr deutlich gemacht, dass er auf die Wehret den Anfängen hingewiesen hat, nämlich dass er die großen Gefahren sieht durch die Majestätsbeleidigung und durch diese ganzen Dinge, die jetzt laufen, die ihn sehr stark an die dunkelste Geschichte erinnert hat. Er hat also vor Dritten Reich Wiederholungen gewarnt, ob das jetzt überzogen ist, ob er überzogen hat, ob der sympathisch ist oder nicht. Aber offenbar verfügt Robert Habeck nicht über die Größe, charakterliche Stärke, über solche Aussagen, dass er sich darüber stellen kann und sagen kann, komm, was nützt es? Was stört es eine deutsche Eiche, wenn ein Schwein sich an ihr scheuert? Das sagen wir zum Beispiel, wenn wir solche Dinge eben halt erleben müssen. Da geht er wirklich voll aufs Ganze und fällt natürlich voll in den Matsch. Sehr schön ausgedrückt. Zack, da liegt er. Und der Herr Niehoff, der hat auch den bayerischen Ministerpräsidenten Söder angeschrieben, hat er erzählt in dem Interview mit Epoch Times und hat gefragt, ob seine Justizbeamten in Bayern nichts Besseres zu tun hätten, als die Gelüste von gescheiterten Politikern zu befriedigen. Na, ich bin ja mal gespannt, ob er wirklich gescheitert ist, der Herr Habeck. Immerhin ist er emphatisch gewählt worden als neuer Kanzlerkandidat. Dann haben die da auf der Bühne, Andrea, sich umarmt, der Herr Habeck und die Frau Baerbock, Beck und Bock, Kurzform. Und dann kommt aus dem einen Hosenbein von Frau Baerbock plötzlich grüne Wolle raus. Also es fällt ein Knäuel raus und es zieht sich ein grüner, also ausgerechnet noch grün, ein grüner Wollfaden. Je mehr sie gegangen ist, umso länger wurde dieser Faden. Hast du eine Ahnung, was die mit diesem grünen Faden, mit dem Wollknäuel in der Hose gemacht hat? Nein, aber ich habe wirklich das Gefühl, wir sind hier in einer geschlossenen psychiatrischen Abteilung. Da kann sich jeder auch als Kanzlerkandidat aussprechen und kann sich auch in irgendeinen Wollknäuel verheddern, was er in der Hosentasche trägt, was unten rausfällt. Es ist einfach nicht mehr zu beschreiben, aber ich sage, die Bilder sprechen für sich und jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, weiß, mit wem es zu tun hat, mit dieser grünen Gurkentruppe. Wenn jetzt bald der Strom ist, ist es wahrscheinlich eine dunkelgrüne Gurkentruppe, die da noch rauskommt. Also es ist wirklich unfassbar, was wir da erleben müssen. Also mit dem Faden, das habe ich noch nicht ganz erledigt. Da muss ich noch weiter forschen und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Sowas hat es, glaube ich, noch nie gegeben, außer natürlich bei den Grünen. Ja, und der Medienanwalt Markus Heinz, der hatte gestern gepostet, dass, hier ging es ja auch, also Habeck ist ja auch bekannt dafür, ganz viele Anzeigen gegen Bürger, die ihn beleidigen, zu stellen, die auch zum Teil Strafe bezahlen müssen. Die Strafzahlungen gehen ja dann auch bei ihm ein. Ich wüsste jetzt nicht, dass er es irgendeinem guten Zweck spendet. Kann natürlich sein, dass
würde ich toll finden. Aber es sprechen schon einige Insider davon, dass das sehr lukrative Geschäftsmodelle seien. Und Markus Heinz, der hat sich mal herausgegriffen, die Frau Strack-Zimmermann, die FDP-Politikerin, die jetzt in Brüssel sitzt. Und er überschreibt seinen Artikel mit folgenden Worten: Beleidigte Kriegsprofiteurin Strack-Zimmermann bereichert sich an Geldentschädigungen. Und dann schreibt er: Wir haben die potenziellen Einnahmen der FDP-Politikerin geschätzt und kommen auf über 323.000 Euro, welche sie mit Hilfe des Abmahn-Startup-Unternehmens So Done und einem Rechtsanwalt Brockmeier verdient haben könnte. Und es wird hier erläutert, die So Done GmbH ging kürzlich mit einer neuen Webseite an den Start, auf der sich das politisch und medial geförderte Abmahn-Startup mit engen personellen Verflechtungen zur FDP mit den Erfolgen des Pilotprojekts des Unternehmens rühmt. Aufgrund der veröffentlichten Zahlen ist es nunmehr möglich abzuschätzen, welche Summen von abgemahnten Bürgern in die Taschen von raffgierigen Politikern, wie beispielsweise Marie-Agnes Strack-Zimmermann, geflossen sind, die aus hierfür nicht vorgesehenen Geldentschädigungen ein Geschäftsmodell gemacht haben. Und im Fall von Strack-Zimmermann schreibt Heinz, ein verwerfliches Geschäftsmodell mit dem Krieg. Genau, und das ist diese Majestätsbeleidigung gemäß § 188 des Strafgesetzbuches, dass man eben halt gegen Personen des öffentlichen Lebens keine Beleidigung oder üble Nachrede oder Verleumdung bringen darf. Gegen die Bürger sehr wohl, das ist kein Problem, aber nicht gegen die Majestäten, die dort eben leben. Das heißt, wir haben eine Demokratie, wer hat das denn nochmal gesagt? Platon, der hat das ganz deutlich gebracht. Demokratie führt immer ausnahmslos zur Tyrannei. Demokratie ist also quasi eine Vorform der Tyrannei. Das ist eben halt diese Oligarchie, die Herrschaft des Pöbels. Und diese Herrschaft des Pöbels setzt sich oben auf diesen Thron rauf und beherrscht und unterdrückt das Volk. Und dann kommen irgendwann die Majestätsbeleidigungen. Frau Strack-Zimmermann ist eine genau solche Figur, die damit ein großes, finanzielles Modell gebastelt hat. Die kann damit natürlich ihr Gehalt ordentlich aufbessern, indem sie die Bürger, für die sie da sein sollte, eben halt einfach verklagt. Und das regelmäßig. Und das, es ist so würdelos. Frau Strack-Zimmermann, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man morgens vorm Spiegel steht und sich rasiert? Ach nee, Sie sind ja eine Frau. Also ist es auf jeden Fall so. Wie fühlt man sich da eigentlich? Also, du bist ja heute gut drauf. Auf jeden Fall macht Frau Strack-Zimmermann für dieses Start-up-Unternehmen So Done GmbH, also geschrieben D-O-N-E, ne, erledigt, macht sie auch Werbung. Und es heißt hier in diesem Artikel von Markus Heinz: Ende September 2024 berichtete Welt am Sonntag, dass Strack-Zimmermann seit Februar 2023 1894 Sachverhalte zur Anzeige gebracht hat, wie unter anderem auch die Rheinische Post berichtet hat. Und die Kanzlei von Heinz hat Frau Strack-Zimmermann im Rahmen einer Presseanfrage Gelegenheit dazu gegeben, zu ihren erheblichen Einnahmen Stellung zu nehmen. Zudem schreibt er, haben wir angefragt, ob diese Einnahmen als steuerpflichtige Einnahmen gegenüber dem zuständigen Finanzamt erklärt wurden oder ob dies beabsichtigt sei. Eine Antwort kam bislang nicht. Na, das glaube ich auch. Ich meine, sie hat ja mehrere Einnahmen. Ich denke mal, sie wird auf der einen Seite diese Einnahmen generieren, auf der anderen Seite durch Schutzgelderpressung, die man Steuern nennt, beispielsweise ihre entsprechenden Einnahmen. Und man weiß natürlich auch nicht, was da aus der Rüstungsindustrie dann noch zu erwarten ist, wo sie ja auch eine große Rolle spielt. Das kann natürlich nur Spekulation sein, aber in Anbetracht der Tatsache, wie sie sich aufführt und wirklich mit aller Kraft, so wirkt es auf mich, Deutschland in den Krieg zwingen will. Genau das ist das, was ich momentan sehe. Und wenn ich dann Herrn Kiesewetter sehe und jetzt auch noch den zukünftigen Kriegskanzler Merz, KM, das ist wirklich ein ganz großes Problem, der also tatsächlich auch schon von vornherein jetzt so mit Kiesewetter in einem
in einem Fahrwasser fährt, wo ich immer noch gesagt hatte, naja, eigentlich müsste Kiesewetter ein Parteiausschlussverfahren unterlegt werden, aber stattdessen ist der eigentliche große Führer der CDU ja auf demselben Trip unterwegs. Kriegshetze nennt man das, oder? Kriegshetze, ja, KM. Das würde KH heißen. Nee, Kriegshetzer Merz wäre das dann. Ach so, KHM. KHM, genau. Gut. Aber das ist jetzt nicht von uns behauptet, dass Merz ein Kriegshetzer sei, sondern dass man das so auffassen könnte, wenn man doch diese sehr nachdrücklichen Aufforderungen, wir kommen ja gleich zu diesem Tagesthema heute, was diesen Ukraine-Krieg angeht. Also diese Art und Weise, wie Herr Merz sich hingestellt hat und gesagt hat, und wir werden ein Ultimatum stellen und wir werden dann eben halt die Langstreckenwaffen dort und dann werden wir eben halt in den Krieg ziehen. Es tut mir leid, das kann ich nur noch empfinden als schwerste Kriegshetze. Ist meine Empfindung, ist ganz klar, aber die Aussagen, würde ich mal sagen, müssten schon fast justiziabel sein im Sinne eines gesunden Völkerrechts, welches ja abgeschafft wurde durch die Amerikaner, durch die regelbasierte Ordnung. Das ist die Problematik, wenn die Rechtsstaatlichkeit weltweit verlassen wird und die Ideologieparagraphen letztendlich das Ganze übernehmen. Irre. Schön vorsichtig mit deinen Äußerungen. Du weißt, wie schnell man so eine Anzeige bekommt. Nun sind wir hier. Ja, nun sind wir weit entfernt hier. Also es ist nicht anzunehmen, dass dann hier irgendeine Kripo vor der Tür steht. Die hätten eine sehr lange Anreise. Aber ja, es ist schon wirklich blamabel, was da in Deutschland derzeit passiert, wie alles aus dem Ruder läuft. Und hier ist eine Meldung von der Bild. Ich dachte, die ist doch mal ganz wichtig auch. Überschrift lautet, weil 100.000 Lkw-Fahrer fehlen, Weihnachten drohen Lieferengpässe. Ja, und es geht um die Spediteure und um die Fuhrunternehmer, die schlagen Alarm, denn es fehlen ihnen tatsächlich Tausend und Zehntausende Fahrer, also 100.000 insgesamt. Und deswegen könnten auch viele Waren nicht rechtzeitig bei Händlern und Kunden ankommen. Und der Chef des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung, Dirk Engelhardt, der sagt, wir verlieren jedes Jahr weitere 15.000 Fahrer und jedes Jahr gehen aber 30.000 Fahrer in Rente. Andreas, da kommt nichts nach. Ja, das Interessante ist, dass gerade Professor Dirk Engelhardt nun ein Mensch ist, den wir nun schon seit Jahren auch bei uns im Fokus haben im Thema Operation Sunrise. Und genau das ist das, was hier eigentlich läuft. Vor 2-3 Jahren haben wir schon bereits in unserem Podcast angekündigt, dass Dirk Engelhardt einer der führenden Funktionsträgern ist, mit dem IFO-Institut und verschiedenen anderen Organisationen gemeinsam an dem Zusammenbruch, nämlich genau dieser Lieferketten und dieser gesamten Infrastruktur dran mitzuarbeiten. Und das wird immer, immer deutlicher, wie das Ganze hier gerade sichtbar wird. Und dann ist er ganz überrascht und sagt, ui, damit konnte ja gar keiner rechnen und teilt dann die neuen Informationen mit. Unglaublich. Es gibt einen Transportbarometer von Timocom. Das ist ein digitaler Marktplatz für Frachten und Laderaum. Und da heißt es, dass ganz aktuell für die gesamte EU ein Verhältnis ausgewiesen wird von 73% Fracht zu nur 27% Laderaum. Und es drohen bald, wie es hier heißt, von Seiten Herrn Engelhardts, britische Verhältnisse, die hatten das ja vor einiger Zeit auch. Jetzt hat sich das Frachtaufkommen aber auch in diesem Jahr nochmal zum Vorjahr im Vergleich erhöht um ca. 14%. Gleichzeitig stieg die Zahl der Insolvenzen bei den Transportunternehmen um 12%. Andreas, darüber haben wir ja auch schon häufig gesprochen, dass die Transportunternehmen die Anforderungen, die durch die Klimapolitik aus Berlin immer ausschweifender werden, nicht mehr stemmen können. Die haben also ein Riesenproblem, zum Beispiel 84% mehr Maut müssen sie zahlen als noch vor einem Jahr. Pro Jahr sind das insgesamt 15 Milliarden Euro, davon 7,6 Milliarden CO2-Maut.
Und die Gewinnmargen der Branchen liegen aktuell zwischen 0,1 und 1,5%. Kann man so ein Unternehmen führen? Nein, das kann man nicht. Aber es ist ja letztendlich nichts anderes als das, was die Agenda offenbar vorgibt. Und das wird immer deutlicher, wie wir seit Jahren auch immer wieder hier diskutieren müssen. Und wenn hier der Chef Engelhardt ganz deutlich sagt, eben halt, ob es Weihnachten eng werden kann, und er sagt, ja, uns drohen bald britische Verhältnisse, dann ist genau das der Plan, der jetzt umgesetzt wurde. Und das ist das Ergebnis eben halt, was auch jetzt zum Zuge kommt. Ja, genau. Also bestätigen tut Engelhardt, was du sagst. Er sagt wörtlich, bei der CO2-Maut verlangt Deutschland den Höchstsatz. Das sind 200 Euro für jede Tonne CO2. Das europäische Recht ließe auch nur 100 Euro zu. Aber es wurde den Transportern, den Unternehmen, den Brummifahrern wurde das aufgebrummt. Und jetzt versuchen sie natürlich alles Mögliche, versichert der BGL-Chef Engelhardt. Sie tun alles, um neue Fahrer zu finden und dann zu halten. Sie bauen zum Beispiel Boardinghäuser für ihre Angestellten, Sozialräume mit Fitnessgeräten. Viele Fahrer, so berichtet Dirk Engelhardt, suchen sich inzwischen Fahrzeugtyp, Fahrzeugausstattung, Kunden und Routen selbst aus. Und notfalls verzichten Unternehmer lieber auf Kunden, als einen Fahrer zu verlieren. Ja, wen wundert's, dass es so ist? Ich meine, man hat das Ganze letztendlich so aufgebaut. Das muss man immer wieder sagen an der ganzen Stelle hier. Die CO2-Maut, die teuren CO2-Maut, die bezahlt werden. Wer bekommt das Geld eigentlich? Das fließt in den Bundeshaushalt mit ein. Und damit werden dann grüne Ideologien finanziert, die nicht funktionieren können und dazu geführt haben, dass Deutschland seit der rot-grünen Politik die schlechteste CO2-Bilanz hatte seit Entstehung der Bundesrepublik. Das muss man sich eben halt auch noch einmal ganz kurz klar machen. Selbst ihre eigene CO2-Nummer, die sie da abziehen, selbst die wird mit Füßen getreten. Das ist ja eigentlich der Wahnsinn. Ich sehe gerade bei Bild, jetzt kommt die Schneewurst, steht da. Wintereinbruch am Dienstagmorgen im Norden. Und dann liegt eine Schneewurst über Deutschland. Ist eigentlich immer wieder unterhaltsam, oder wieso die Dinge hier bezeichnet werden. Ja, ich denke auch. Also wir nehmen das nur noch hin, aber das sehen wir ja vor allem in der Kriegsberichterstattung, wie da argumentiert wird. Und das war die passende Überleitung zum Thema. Olaf Scholz hat am Freitag mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert. Es gab einen Aufschrei der Empörung, denn das geht ja gar nicht. Da ist auch Deutschland, also ich spreche nicht von den Bürgern, sondern vom politischen Parkett. Da sind sie sich praktisch so gut wie alle einig. AfD und Sarah Wagenknecht werden in dem Zusammenhang eher nicht erwähnt. Aber Scholz hat aus eigenen Stücken, wie es heißt, wir können ja immer nur wiedergeben, was geschrieben wird. Der hat also zum Hörer gegriffen und nach 2 Jahren Funkstille mit Putin gesprochen. Selenskyj war daraufhin wütend, Scholz habe damit die Büchse der Pandora geöffnet, hat er gesagt. Aber die US-Regierung unter Sleepy Joe, der sieht die Ukraine durch das Telefonat nicht übergangen. Deutschland, heißt es hier von seiner Seite, beziehungsweise als der stellvertretende nationale Sicherheitsberater der USA, John Feiner, am Rande des G20-Gipfels in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro gesagt. Er sagt, Deutschland ist ein souveränes Land, das in Bezug auf seine internationalen Beziehungen tun kann, was es will. Souveränes Land? Ja, souveränes Land. Und die können tun, was sie wollen. Und ich sehe immer wieder dieses Bild mit Klein Olaf neben Sleepy Joe, wie er dann ankündigt, wir knallen dem jetzt die großen Nord Stream 1 und 2 unter den Füßen weg und dann werden wir hier im Prinzip Fakten schaffen und Europa ins Mittelalter zurückbomben und dann steht der kleine Olaf und klatscht in die Hände fast, also zumindest vom Gefühl her, und strahlt den großen Meister an, der auch nur ein bisschen wackelig stand. Also das war schon ein ganz komisches Bild.
Also irgendwie will man aber Herrn Scholz helfen, dass er da jetzt nicht untergeht im Strudel der Vorwürfe. Und der nationale Sicherheitsberater John Feiner, der sagt, die bekannte US-Auffassung sei, dass nichts über den Kopf der Ukraine hinweg entschieden werden solle. Das aber bedeutet nicht, dass niemand mit Russland sprechen dürfe. Auch sie selbst hätten ja schon Gespräche mit Russland geführt, andere Länder auch. Und es gäbe gute Gründe für Gespräche mit Moskau. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat ja nach Beginn dieses Krieges gegen die Ukraine mehrfach auch mit seinen russischen Kollegen telefoniert. Ja, und jetzt am Wochenende, Andreas, kam dann die Meldung, laut übereinstimmenden Medienberichten will die amtierende Administration der USA unter noch Präsident Joe Biden der Ukraine die Erlaubnis erteilen, mit Langstreckenraketen vom Typ ATAC-MS Ziele im tiefen Inneren Russlands anzugreifen. Da warst du auch erstaunt. Naja, das sind natürlich eben halt nochmal wirklich dramatische Entwicklungen. Das heißt also, die Konfrontation nochmal zu erhöhen und damit natürlich nochmal richtig Öl ins Feuer reinzugießen. Und 300 Kilometer Reichweite ist eine Riesengröße. Das Interessante ist natürlich, dass das Ganze durch die große Presse läuft und damit natürlich Russland vorgewarnt wird. Was das zu bedeuten hat, kann ich noch nicht genau beurteilen. Es gehört auf jeden Fall zu einer Strategie. Denn normalerweise würde ich, wenn ich solche Waffen liefern würde, nichts darüber erzählen und den Gegner überraschen und ihn nicht damit letztendlich warnen. Und das Wichtige ist eben halt, dass diese Raketen, diese ATACs, ATAC-MS, dass diese Maschinen oder diese Waffensysteme nur mit Hilfe von amerikanischen Spezialisten geflogen werden kann. Das heißt also, die ukrainischen Soldaten gar nicht in der Lage sind, diese Dinger überhaupt zu bedienen. Bedeutet, kommt diese Waffe zum Einsatz, wissen wir, dass ein NATO-Angehöriger diese Dinge gesteuert hat und bringt damit letztendlich Europa und die NATO in den unmittelbaren Krieg. Es soll ja auch noch gar nicht beschlossen worden sein, das sagt Russland, kommen wir gleich drauf, und das sagt auch ein Offizier des österreichischen Bundesheeres, der hier zitiert wird, Markus Reisner, das meldet die Berliner Zeitung, der wird zitiert mit den Worten, es gibt für die Ukraine einen Haken, der in der medialen Euphorie bisher kaum wahrgenommen wurde. Im Moment deutet noch nichts darauf hin, dass die Erlaubnis des Einsatzes der ATAC-MS-Langstreckenversion erteilt wurde. Erst mit dieser Fähigkeit wäre es möglich, russische Munitionsdepots und Flugplätze umfassend anzugreifen und massiven Druck auf die russische Seite auszuüben. Und Andreas, auch die Russen sprechen davon, dass es noch nicht in trockenen Tüchern sei. Man spricht von morgen, von dem 19. November, wo dies in Rio de Janeiro verkündet werden soll. Also es geht darum, dass diese Waffen 300 Kilometer weit reichen. Es gibt aber auch eben halt Waffen, die nur, ich glaube, 165 Kilometer weit reichen können. Und genau um die soll es gehen, dass man die freigibt. Mit diesen 165 Kilometer weiten Waffen kann man aber eben diese angeblichen militärstrategischen Gebiete, wie zum Beispiel die Waffensysteme in Russland oder dort, wo die Koreaner dort stationiert sein sollen. Die koreanischen Soldaten, die ja zurzeit auf russischem Gebiet sich befinden. Übrigens haben wir hier diskutiert auch schon, was ist da eigentlich so Besonderes dran? Und wir hatten gerade darüber gesprochen, dass das übrigens ein normaler Vorgang ist, dass die Nordkoreaner regelmäßig Soldaten im Prinzip nach Russland schicken. Es wird ja momentan so eine große Show auch damit abgezogen, als wäre das jetzt ein gewaltiger Eingriff in den Ukraine-Konflikt, so wie es von der westlichen Seite ist, wenn polnische, deutsche Soldaten oder amerikanische Soldaten in der Ukraine sind. Darüber redet ja in diesem Fall sowieso keiner. Aber wenn jetzt Russen beispielsweise koreanische Soldaten auf ihrem Gebiet haben, auch im Bereich des Krisengebietes, dann wird das natürlich ganz anders dargestellt. Und das ist das Hauptproblem, was wir haben. Wir haben überhaupt keine objektive Berichterstattung mehr. Und wenn ich mir die größte Zeitung eben halt in Deutschland aufschlage, dann stelle ich auch immer nur fest, dass es einfach immer
immer nur ein einseitiges Bashen und das macht das Ganze eben nicht leichter, sondern immer wieder Öl ins Feuer und man merkt, dass der Kriegsfähigkeitsminister Pistorius, dass der wirklich auch mit aller Kraft da versucht, seinem Namen da alle Ehre zu machen. Also jetzt hat aber Olaf Scholz nach dem Telefonat mit Herrn Putin ein Basta gesagt, nix da Raketen, wir stimmen nicht zu. Und ja, wie gesagt, aus Amerika kommt dieses Gerücht, bestätigt ist es nicht, obwohl es vielfach völlig begeistert im Mainstream wiedergegeben wird. Und Olaf Scholz hat heute Vormittag dazu gesagt, keine weitere Taurus-Lieferung von deutscher Seite. Die Haltung des Bundeskanzlers bleibe unverändert. Das sagt der Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner. Scholz habe sich in der Frage klar festgelegt und gesagt, er werde seine Haltung nicht mehr ändern. Dahinter steht jetzt nicht, solange er noch Kanzler ist, aber so ein bisschen klingt es ja auch danach. Andreas, er hat ja nun mit Putin telefoniert. Glaubst du, dass das hier in dem Zusammenhang gesehen werden muss? Also wir werden es mal sehen. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass Olaf Scholz ein Auslaufmodell ist. Und deshalb ist es jetzt vielleicht auch ein Aktionismus, der dahinter steht. Ich finde das interessant, wie viel Energie da reingebracht wird in dieses Telefonat. Wenn ich mir vorstelle, wenn Viktor Orban dorthin gefahren ist und hat dort versucht, sogar persönlich Friedensgespräche zu führen, das wurde ja schon im Prinzip als terroristischer Akt fast dann dargestellt in der westlichen Welt. Wir sind in einem Kriegswahn gelandet und das erinnert sehr, sehr stark an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, als auch wirklich diese schlafenden Leute dort in diesen Krieg reingeraten wurden und die haben es nicht verstanden. Und wenn ich sehe, dass der grüne Kanzlerkandidat, der gerade mit seiner Schwachkopf-Affäre zu tun hat beispielsweise, dass der sofort die Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern würde. Bundesaußenministerin Baerbock würde auch sofort sagen, wir können nicht länger warten, wir müssen loslegen. Aber, und das ist das Schlimme, auch einer, der aus meiner Sicht normalerweise denken können müsste, und hier kommt vielleicht auch seine BlackRock-Erfahrung rein, der will auch der Ukraine diese Taurus und auch Christian Lindner gehört mit dazu. Das heißt, wir haben hier eine Gruppe von Kriegswütigen, die dahinter stehen. Vielleicht mal eines. Die Taurus hat eine Distanz von 500 Kilometern. Um das klar zu machen, von der Ukraine, vom ukrainischen Gebiet aus, könnte man mit diesen Taurus-Raketen, könnte man Moskau bombardieren. Und als Gegenstück Kaliningrad, das ehemalige deutsche Königsberg. Ja, das liegt an der Ostsee. Das ist zum Beispiel auch entfernt 500 Kilometer von Berlin. Und zwar genau von der Stadt Berlin. Das heißt, in 500 Kilometern könnte man auch als Gegenzug Berlin erreichen. Oder Rostock, das sind auch ungefähr 500 Kilometer. Ich habe das mal rausgeguckt, wie viel sind das eigentlich Fluglinie? Und wenn wir sehen, dass dort beispielsweise in Kaliningrad ein sehr hohes Waffenpotenzial mit Hyperschallraketen ist, das dauert nur wenige Sekunden. Ja, sind die denn alle wahnsinnig, was die da machen? Auf jeden Fall hat der Kreml nach dem einstündigen Telefonat zwischen Scholz und Putin am vergangenen Freitag einen Text veröffentlicht, um was es bei diesem Gespräch ging. Denn so richtig viel haben wir in den deutschsprachigen Medien nicht gefunden. Ich habe das gerade hier reingesetzt, Andreas, du suchst diesen Text. Und das ist ganz spannend. Also, was haben die geschrieben? Auf Initiative der deutschen Seite führten der Präsident der Russischen Föderation Wladimir Putin und Bundeskanzler Scholz ihr erstes Telefongespräch seit Dezember 2022. Es fand ein ausführlicher und offener Meinungsaustausch über die Lage in der Ukraine statt. Wladimir Putin erinnerte daran, dass die derzeitige Krise eine direkte Folge der langjährigen aggressiven Politik der NATO ist, die darauf abzielt, auf dem ukrainischen Territorium einen antirussischen Brückenkopf zu schaffen und dabei die Sicherheitsinteressen unseres Landes zu ignorieren und die Rechte der russischsprachigen Einwohner zu verletzen.
Was hast du? Ja, ist ganz logisch. Ich meine, das sind immer so Dinge, die klingen so, als ob die einem fast aus den Ohren wieder rauskommen. Aber wir müssen uns immer die Gegenseite vorstellen, auch wenn wir das schon oft wiederholt haben, dieses Beispiel. Stellen wir uns vor, Russland würde in Kanada oder in Mexiko oder auf Kuba beispielsweise militärische Stützpunkte errichten. Was dann in USA los wäre? Nichts anderes ist das, was Russland hier für sich einfordert, eine Sicherheitsgarantie. Und hat deshalb im Dezember 21, bevor es dann gekracht hatte im Februar 22, in dem die Kriegsphase in eine neue Stufe gegangen ist und die Russen dann mit ihrer Aktion dann über die Grenze rübergegangen sind, genau da hat man genau diese Sicherheitsinteressen als Hauptargument gehabt. Hätte man versucht, mit ihnen zu reden, hätte man eine Lösung finden können, so wie es ja auch in der Wiedervereinigung dann im 2+4-Vertrag geregelt war. Aber man will es offenbar nicht. Und das muss man uns sich immer wieder klar machen, wenn wir die Lügen auch in den Talkshows permanent wiederholen. Dann oder einfach durch Weglassen ein falsches Bild zaubern, so ist es korrekter, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn es dann immer mehr in diese Schlafwandlerproblematik reinkommt und dadurch ein Krieg zustande kommt. Weiter heißt es in der vom Kreml veröffentlichten Berichterstattung über das Telefonat, was die Aussichten auf eine politische und diplomatische Beilegung des Konflikts betrifft, so stellte der russische Präsident fest, dass die russische Seite die Wiederaufnahme der vom Kiewer Regime unterbrochenen Verhandlungen nie abgelehnt hat und weiterhin dafür offen ist. Die Vorschläge Russlands seien bekannt und wurden unter anderem in der Rede vor dem russischen Außenministerium im Juni dargelegt. Mögliche Vereinbarungen sollten den Sicherheitsinteressen der Russischen Föderation Rechnung tragen, von den neuen territorialen Realitäten ausgehen und vor allem die eigentlichen Ursachen des Konflikts angehen. Auch die Lage in den russisch-deutschen Beziehungen wurde angesprochen. Wladimir Putin wies auf die beispiellose Verschlechterung der Beziehungen in allen Bereichen hin, die auf den unfreundlichen Kurs der deutschen Regierung zurückzuführen sei. Es wurde betont, dass Russland seine vertraglichen und vertragsgemäßen Verpflichtungen im Energiesektor stets strikt erfüllt hat und zu einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit bereit ist, wenn von deutscher Seite Interesse besteht. Die verschärfte Lage im Nahen Osten wurde auch erörtert. Putin informierte über die Bemühungen Russlands, die Krise in der Region zu deeskalieren und friedliche Lösungen zu finden. Und es wurde vereinbart, dass die Berater der beiden Staatsoberhäupter im Anschluss an das Gespräch in Verbindung bleiben werden. Und kurze Zeit später, Andreas, ging das dann los mit diesen Behauptungen in den westlichen Medien, dass Joe Biden nun diese ATAC-MS-Raketen für Angriffe im Inneren Russlands freigegeben hätte. Diese gesamte Agenda ist so stringent durchzuführen und wer sich mit dieser historischen Entwicklung von 2008 an beschäftigt, über 2014 mit diesem Putsch, den man damals gemacht hatte, den widerrechtlichen Putsch, in dem man einen demokratisch gewählten Präsidenten aus dem Palast gejagt hat und ihn durch einen westlich orientierten Poroschenko ersetzt hatte. Das sind die Situationen. Und dann die Aufrüstung entstand mit den getürkten Verträgen von Minsk, mit den Abkommen, die man gemacht hat. Und all diese Strukturen, die immer deutlicher zeigten, es soll Russland in die Schranken gewiesen werden und es soll Russland letztendlich auch in eine Aufgabehaltung, letztendlich geht es um eine große Zerstörung. Das hat Brzezinski schon damals geschrieben, einer der großen Militärstrategen von USA. Und dieses letzte Aufbäumen nochmal im Dezember 2021, die Sicherheitsgarantien Russlands herzustellen, um den Krieg zu vermeiden, das ist letztendlich nicht, da ist nicht darauf reagiert worden. Man hat Putin wie einen kleinen dummen Jungen im Prinzip abgestraft. Das ist die Problematik. Und jetzt sind die Russen natürlich gekommen und haben diese russischen Gebiete bis hin über Odessa, bis hin zur Krim, jetzt letztendlich in ihrer Gewalt. Und wenn sie weiter noch so machen, dann gehen die auch noch bis nach Transnistrien raus. Das ist die sogenannte kleine de facto Republik am rechten Rand quasi von Moldawien. All diese Dinge waren vorauszusehen und man kann nur noch in
interpretieren, dass es eigentlich auch klar war. Und die Strategen wussten, wenn es um die Friedensverhandlungen geht nachher, dann geht es um die Zerschlagung der Ukraine an sich. Das heißt, 18% des Gebietes der Ukraine befinden sich mittlerweile unter russischer Hoherrschaft. Das ist nun mal die Situation. Aber es gibt auch andere Gebiete, wie zum Beispiel Galizien, die sich zum Beispiel auch gern wieder zu Polen zugehörig fühlen würden und so weiter. Und was dann übrig bleiben würde, das hat übrigens der Oberst Reißner wunderbar gesagt. Oberst Reißner ist ja der oberste Kommandierende der österreichischen Armee, ein hervorragender Kopf, der ganz unaufgeregt die Zusammenhänge klarstellt. Und er sagt, was dann übrig bleibt, ist vielleicht noch eine kleine Restukraine und der Rest wird dann zerschlagen. Ja, das sind natürlich Zukunftsaussichten. Ich möchte jetzt mit dir mal in einen Artikel von T-Online gehen. Den hat der USA-Korrespondent von T-Online, Bastian Brauns, geschrieben, der von Washington DC aus über das Weiße Haus, den Kongress, den Supreme Court regelmäßig berichtet. Und er schreibt, Joe Biden erlaubt der Ukraine überraschend den Einsatz von Langstreckenwaffen. Damit verändert er das militärische Gleichgewicht. Womöglich stärkt er so Trumps Friedensstrategie. Es könnte sein letzter strategischer Streich sein. Andreas, ein bisschen abenteuerlich, was Herr Brauns hier schreibt, aber ich möchte es trotzdem mal hier in den Raum stellen und von dir vielleicht auch ein bisschen einordnen lassen. Diese Entscheidung von Joe Biden, heißt es hier, markiert einen deutlichen Wendepunkt der westlichen Unterstützung für die Ukraine. Und trotz der andauernden Sorge um eine Eskalation mit Wladimir Putin scheinen im Weißen Haus inzwischen die Argumente zu überwiegen, der Ukraine mehr Möglichkeiten zu geben. Nach fast 3 Jahren gibt Biden damit mitten in dieser sensiblen Übergangsphase zur Amtsübernahme durch Donald Trump seine Zurückhaltung auf. Warum also gerade jetzt? Könnte Donald Trump in Joe Bidens Entscheidung womöglich bereits eingebunden sein? Also es handelt sich hier um eine Spekulation. Oder widerspricht die Freigabe der amerikanischen Langstreckenwaffen den Ukraine-Plänen des künftigen US-Präsidenten? Also ich bin da ja ganz vorsichtig, gerade wenn ich sehe, dass das Medium T-Online ist. Da bin ich natürlich erstmal sehr kritisch, wenn da jemand schreibt, grundsätzlich aufgrund der Erfahrungen, weil ich dort eine sehr starke tendenziöse Berichterstattung immer gefunden habe, zugunsten der sogenannten G7 und zugunsten der ganzen bösen anderen Diktatoren, die offenbar nicht zu G7 gehören. Also ich kann das im Moment noch nicht zuordnen. Ich kenne den Artikel auch nicht. Ich denke, wir sollten den jetzt mal durchgehen und dann kann ich da eher was zu sagen. Also bis jetzt erscheint es mir alles noch ein bisschen schwammig. Ja, pass auf. Der Autor, der weist hin auf ein bemerkenswertes Interview, das Trumps künftiger nationaler Sicherheitsberater Mike Waltz am 5. November, also vor dem Wahltag, gegeben hat, auf die Frage, wie Donald Trump als möglicher Präsident den Krieg in der Ukraine schnell lösen wolle, antwortete Waltz wörtlich: Ich denke, dass wir Putin an den Verhandlungstisch bringen werden. Wir haben Einflussmöglichkeiten, zum Beispiel, indem wir der Ukraine die Handschellen lösen in Bezug auf die Langstreckenwaffen, die wir ebenfalls geliefert haben. Zitat Ende. Circa 2 Wochen nach diesen Äußerungen von Mike Waltz hat Joe Biden jetzt offenbar genau diese Entscheidung getroffen. Und entgegen den vielfach geäußerten Meinungen aus dem vielstimmigen Trump-Lager könnte der bemerkenswerte Schritt sogar zu Donald Trumps Plänen für einen Friedensdeal mit Putin und Zelensky passen. Denn Trumps übergeordnete Doktrin lautet Frieden durch Stärke. Und Trump argumentiert konsequent, dass die Demonstrationen überwältigender militärischer und wirtschaftlicher Stärke die Gegner zu Verhandlungen zwingt. Die Erlaubnis für die Ukraine, die von den USA gelieferten ATAC-MS auf russischem Boden einzusetzen, entspricht dieser Philosophie. Und so wie Trumps neuer Sicherheitsberater Mike Waltz es bereits angedeutet hat, könnte diese militärische Stärke genutzt werden, um Putin in Verhandlungen zu zwingen. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn Donald Trump darüber spricht,
dass seine Doktrin lautet Frieden durch Stärke, dann denke ich nicht, dass es sich dabei um eine Weltmacht wie Russland handelt, die er damit meint, wenn er seine Gegner damit beschreibt, sondern da handelt es sich um die typischen Gegner, die die USA in der Vergangenheit immer hatte. Und das waren immer schwache Länder. Die USA hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass sie nie an starke Gegner rangegangen sind, sondern immer nur an die Schwachen, die gar keine Chance hatten. Das ist ja so eine typische Charaktereigenschaft der Amerikaner, sich immer nur an die Schwächeren zu vergreifen. Und hier geht es eben halt um ein sehr hohes Risiko, nämlich ein Waffensystem zu liefern, womit tatsächlich die Hauptstadt des größten Landes der Erde getroffen werden könnte. Ich glaube, dieses Risiko ist ein bisschen sehr, sehr groß. Und die Argumentation liegt sowieso zurzeit eindeutig bei den Russen im Augenblick, weil die ganze Entwicklung des Krieges sich in eine Richtung entwickelt und offenbar natürlich auch die militärische Überlegenheit gegenüber USA mit der modernen Situation der Waffen. Das heißt, die Hyperschallraketen und so weiter. Offenbar ist es ja so, ich bin natürlich kein Militärexperte, dass die Amerikaner da gar kein Pendant zu haben und diese Waffe nicht einmal abfangen könnten. Und ich möchte nochmal sagen, Kaliningrad ist nur 500 Kilometer von Berlin entfernt. Und das Risiko kann ich mir nicht vorstellen, dass das eingegangen wird. Also ich habe da noch meine Zweifel. Gut, der erste Impuls ist ja auch gewesen, als diese Meldung am Wochenende jetzt rauskam über diese Waffenlieferungen, dass damit Herrn Trump in die Suppe gespuckt wird, dass also die Ankündigung von seiner Seite, innerhalb von 24 Stunden Frieden schaffen zu wollen, natürlich damit schwer auf die Probe gestellt wird. Ja, das glaube ich auch, denn wir dürfen sie nicht in ihrer Intelligenz zu hoch einschätzen. Ich meine, dass Joe Biden die Sachen nicht entscheidet, das liegt auf der Hand und Harris hat das auch nicht entschieden. Die letzten 4 Jahre war ja das Weiße Haus ohne wirklich entscheidungsfähigen Präsidenten, wie wir heute wissen, aufgrund des Gesundheitszustandes. Und der ist ja nicht einfach so über Nacht gekommen. Alle haben es eigentlich gewusst. Also die Frage ist, wer hat überhaupt die Entscheidung getroffen? Und da sind wir dann eben halt in den großen Kapitalsammelbecken, BlackRock und so weiter, die natürlich auch mit der Rüstungsindustrie stark verbandelt sind und auch mit der Wiederaufbauindustrie. Und wir dürfen eines nicht vergessen, BlackRock verdient sein Geld durch Zerstörung und Wiederaufbau. Und Zerstörung bedeutet Waffenproduktion, das bringt Rendite. Wiederaufbau bedeutet eben halt dann wieder Konstruktion, Aufbau von Gebäuden und von irgendwelchen Infrastrukturen. Das verdient wieder Geld. Und wenn die jetzt versuchen würden, über eine solche Schiene Trump zu Friedensverhandlungen zu bringen, dann bedeutet das ja, dass der Krieg ausfällt. Und das wäre ja für den Dollar überhaupt nicht überlebbar. Der US-Dollar braucht dringend eine Sachwerteunterlegung. Und die Sachwerteunterlegung nennt man Ökonomie und Wirtschaft. Und Wirtschaft wird nicht definiert, was ist konstruktiv und was ist destruktiv, sondern es muss einfach nur groß sein, Masse. Und Waffe ist eben halt sehr groß. Der T-Online-Korrespondent, der spekuliert hier über eine stillschweigende Zustimmung von Seiten Donald Trumps zu diesem Vorgang. Er sagt, Donald Trump ist dafür bekannt, bei wichtigen Entscheidungen eigene Macht zu demonstrieren oder seinen politischen Gegner scharf zu kritisieren. Auffällig sei, dass sich der künftige US-Präsident nach Bidens ATTAC-MS-Entscheidung bislang öffentlich zurückgehalten hat. Und auch sein sonst um keinen Kommentar verlegener Verbündeter Elon Musk schweigt zu diesem Thema. Trump und Musk hatten US-Berichten zufolge direkt nach der Wahl ein gemeinsames Telefonat mit Zelensky geführt. Dann wird hier auch noch aufgezählt, der Sohn von Donald Trump, das ist Donald Trump Jr., und sein früherer Botschafter in Deutschland Richard Grenell. Die haben sich hingegen als deutliche Kritiker hervorgetan. Grenell schrieb auf dem Kurznachrichtendienst X, niemand hat damit gerechnet, dass Joe Biden den Krieg in der Ukraine während der Übergangszeit eskalieren würde. Das ist, als würde er einen ganz neuen Krieg beginnen. Jetzt ist alles anders. Alle bisherigen Kalkulationen sind jetzt null und nichtig. Und das alles für die Politik. Ja, also ich denke mal auch, wir haben hier eine Situation, erst einmal, dass wir hören, dass Trump und Musk sich nicht gemeldet haben in den Medien. Aber ich denke, hinter den Kulissen, da rotieren sie schon. Also ich würde hier mal vermuten, dass ja
Trump den Mund sehr voll genommen hat und hat gesagt, wenn er Präsident wird, wird er innerhalb von 24 Stunden den Krieg beenden. Und ich bin ziemlich sicher, dass er versucht, genau dieses Ding einzuhalten, womit er sich natürlich riesig profilieren könnte, wenn er das schaffen würde. Und ich vermute mal, dass er hinterm Rücken auch mit Putin spricht und sagt, okay, wir haben trotzdem noch die Daumen drauf. Wir wissen nicht ganz genau, wozu das führt. Ich habe das Gefühl, dass die demokratischen oder unter den demokratischen Strukturen agierenden Mächtigen, die nämlich aus der Lobby der Rüstungsindustrie kommen, dass die auch ein bisschen den Überblick sogar verloren haben und jetzt ein bisschen blind einfach nochmal versuchen, Aktionismus reinzubringen. Also das könnte ich mir natürlich auch vorstellen, blinde Verzweiflung sozusagen. Der Sohn von Donald Trump, der hat hingegen zeitgleich die Entscheider des sogenannten militärisch-industriellen Komplexes als Schwachköpfe bezeichnet. Das ist natürlich gut, denn die wollten seiner Ansicht nach nur sicherstellen, wörtlich, dass sie den Dritten Weltkrieg in Gang bringen, bevor mein Vater eine Chance hat, Frieden zu schaffen und Leben zu retten. Und der Korrespondent, der sagt, Zweck dieser Anti-Biden-Äußerungen könnte sein, indem Richard Grenell und Trump Jr. Bidens Schritt als Eskalation bezeichnen, stellen sie sicher, dass Trump politisch flexibel bleibt. Denn in der Tat besteht die Gefahr, dass eine zu große Übereinstimmung mit Biden zu einer Entfremdung seiner Basis führen könnte. Zumal Trump seinen Vorgänger insbesondere in sicherheitspolitischen Fragen seit Jahren ja als unfähig bezeichnen will und das auch immer tut. Trump möchte womöglich einerseits vom Druck auf Russland profitieren, zugleich aber verhalten kritisch bleiben. Die Strategie dahinter, vermutet dieser Korrespondent, Trump nutzt oft Stellvertreter wie Grenell, um Kritik zu äußern. Das ermöglicht es ihm, seine eigene Haltung später je nach Entwicklung der Ereignisse anzupassen. Ja, das könnte alles sein. Das ist auch ein bisschen... Es wäre ja durchaus eine schlüssige Argumentation. Hier ist allerdings die Problematik für mich auch die Quelle, die mich besonders hervorheben lässt. Wenn ich jetzt also hier sehe bei t-online.de und ich noch nicht weiß, ob die jetzt zu seriösen Journalismus kommen wollen, dann würde ich es eventuell noch anders sehen. Aber die Erfahrung zeigt eben halt, dass das im Normalfall nicht so schnell geht, dass sich Propagandaorgane wie T-Online aus meiner Sicht war plötzlich zu einem sauberen Journalismus bekennen. Aber vielleicht ist T-Online auf dem Weg, auf dem auch amerikanische Medien inzwischen sind, zumal er ja in Washington sitzt und vielleicht dann doch auch die Tatsache, dass Donald Trump ja Präsident werden wird im Januar, dass er dieser Tatsache einfach mal den Teppich jetzt ausrollt und versucht, die Dinge zu erklären. Also es könnte einfach auch sein, dass da eine leichte Richtungsänderung stattfindet, zumal, Andreas, wir müssen immer den Text prüfen, nicht unbedingt den Bringer. Richtig, das stimmt schon, aber ich bin da eben halt noch nicht ganz sicher. Es wäre natürlich gut, denn wir wissen, dass die Mainstream-Medien jetzt sowieso einbrechen werden. Ich meine, wir wissen, dass Donald Trump die großen Medien sogar verklagt in USA, was ja eine unfassbare Dimension hat letztendlich, nämlich wegen der Falschbehauptungen der letzten Jahre. Und wir müssen damit rechnen, dass auch irgendwann eine große Klagewelle auch in Deutschland stattfindet. Denn es ist ja wieder besseren Wissens, sind ja Falschbehauptungen gemacht worden. Und wir denken nur an die Corona-Krise. Die wird ja noch kommen. Denn die Geschichte, die jetzt von Robert Kennedy jetzt stattfinden wird, ist eine Situation, die natürlich ganz viel Energie in diese vermutlichen kriminellen Energien der Pharmaindustrie, diese ganze Geschichte mit dieser Massenimpfung, dieser Vakzine im Bereich Covid-19, dass man das eben halt jetzt aufklären wird und vor allem die dramatischen Schäden, die daraus entstanden sind für die Menschen, für die Wirtschaft in jeder Form. Und da ist noch einiges zu erwarten und da werden große Medienvertreter, große Moderatoren, große Politiker eventuell noch vor Gericht stehen. Ich glaube, das kommt immer näher. Darauf freue ich mich. Also nicht aus Genugtuung und Rache, sondern einfach, dass die Dinge dann noch lichter geklärt werden können und die Wahrheit eben ans Licht kommt. Auf jeden Fall, wir wollen mal hier den Schluss gehen der Spekulation dieses Korrespondenten
Er sagt, in jedem Fall soll Joe Bidens Entscheidung darauf abzielen, Russland unter Druck zu setzen und damit den Weg für eine Verhandlungslösung zu ebnen. Die Abstimmung mit den weiteren Alliierten, da sind ja Frankreich und Großbritannien auch mittendrin, haben sich ja auch dafür ausgesprochen, spricht dafür. Auch das jüngste Telefonat zwischen Scholz und Putin wird in diese gemeinsame Strategie eingebettet gewesen sein. Und Ende November soll auch das nächste Rammstein-Treffen folgen. Alles in allem, Donald Trumps Ziel, heißt es hier, bald einen schnellen Frieden in der Ukraine zu erzielen, muss diesen Vorhaben, wie gezeigt, nicht widersprechen. Im Gegenteil, die aktuellen Handlungen der Alliierten könnten die zukünftigen Pläne Trumps vielmehr bereits einkalkulieren. Während Joe Biden das kurzfristige politische Risiko der Eskalation trägt, kann er seinen Nachfolger bereits besser positionieren. Und zwar so, dass Trump, der womöglich Gebietsabtretungen der Ukraine ins Spiel bringen könnte, möglichst viel Verhandlungsmasse hat. Somit könnte Biden der Ukraine noch bis in die nächste Amtszeit hinein Luft verschaffen und zugleich sein außenpolitisches Vermächtnis nicht gefährden. Es wäre dann vielleicht sein letzter strategischer Streich. Ja gut, also zumindest der Personen, die hinter ihm stehen. Aber ja, ich sage ganz ehrlich, ich traue mich da wirklich nicht, dass ich da einen Kommentar zu gebe, weil ich einfach dazu etwas mehr sehen muss, was passiert. Denn ich sehe, dass Donald Trump relativ schnell, glaube ich, in eine Verhandlung mit Putin kommen will. Hier spielen persönliche Faktoren eine Rolle. Ich sehe mir Bilder an aus der ersten Amtszeit von Donald Trump, wo er sich mit Putin getroffen hat. Und was hier ein ganz wichtiger Punkt ist, die beiden sind sich menschlich offenbar sympathisch. Für mich ein ganz wichtiger Fakt, diese Sympathie ist wichtig. Deshalb können wir auch so froh sein, dass wir einen Gerhard Schröder beispielsweise in Deutschland haben. Wir können froh sein, dass wir einen Herrn Orban haben, beispielsweise in Budapest, diesen kleinen Land Ungarn, der im direkten Kontakt offenbar ja mit Donald Trump steht und über den mit Sicherheit auch die Verbindung zu Putin ganz schnell zu handeln ist. Ich bin sicher, da laufen Netzwerke hinterm Rücken ab, die wir überhaupt noch nicht einschätzen können. Und die sind vielleicht wirklich günstig. Das vermute ich sogar an der Stelle. Da sind diese vermeintlichen Eskalationsstrukturen, die jetzt hier durch die beiden Administrationen da mit den Langstreckenwaffen gebaut werden, eher kontraproduktiv. Und ich kann es mir nicht vorstellen. Antispiegel, Thomas Röper schreibt, am 19. November, also morgen, werden die Außenminister Polens, Frankreichs, Deutschlands, Großbritanniens und Italiens in Warschau unter Beteiligung Kiews die Frage erörtern, ob dem Land die Erlaubnis erteilt werden soll, mit westlichen Langstreckenwaffen tief in russisches Territorium zu feuern oder nicht. Die Anstifter, schreibt hier Röper, sind eindeutig Paris und London, die die Ukraine bereits mit Marschflugkörpern beliefern und davon träumen, die Republikaner über die roten Linien zu ziehen, wohin die Demokraten noch nie einen Fuß gesetzt haben, während sie sich gleichzeitig die Möglichkeit vorbehalten, einer direkten Antwort auf die Frage auszuweichen, was tun, wenn es nicht klappt. Also da wird es morgen. Wir werden sehen, wie die Nachrichtenlage morgen lautet. Wir schauen uns aber auch mal die Reaktion. Wolltest du was dazu sagen? Ja, ich denke auch, weil das ist eine, um das nochmal deutlich zu machen, eine hochbrisante Situation. Und die passt eher mehr dazu, als was der T-Online-Moderator da geschrieben hat oder Reporter, der Korrespondent. Also ich glaube auch, es könnte darauf hinauslaufen, wenn da morgen etwas wirklich Spannendes läuft, dass wir da sogar einen Sonderpodcast zu machen müssen, weil das ist ein äußerst wichtiger Vorgang, der hier gerade läuft. Denn hier wird eventuell tatsächlich also ein Band durchschnitten, also eine rote Linie überschritten, die tatsächlich in einen Krieg laufen kann. Nicht in die Panik geraten, aber wir müssen hier sehr genau beobachten, was hier gerade läuft. Also der Londoner Telegraph, der schreibt, dass der französische Präsident Macron und der britische Premier Starmer darauf zählen, dass Joe Biden die Kontinuität in der Außenpolitik
durch die Ermächtigung zum Angriff auf russisches Territorium sicherstellt, die dann nur schwer widerrufen werden kann. Und der Telegraph bezeichnete Macrons und Starmers Vorgehen daher als wörtlich letzten verzweifelten Versuch, Trump davon abzuhalten, die Unterstützung für die Ukraine zu kürzen. Allerdings geben sie selbst nicht zu, dass dieser Versuch der letzte ist. Ja, und das macht für mich weitaus mehr Sinn, dass man wirklich versuchen will, Trump davon abzuhalten, die Unterstützung für die Ukraine eben halt runterzufahren oder eventuell ganz aufzugeben. Ich glaube, sie wollen den Krieg weiter, weil es ist jetzt mittlerweile alles schon ausgerichtet. Man darf eines nicht vergessen, bevor ein Krieg losgeht, wird er natürlich geplant. Und wenn dann die einzelnen Phasen sind, entsteht im Hintergrund bei den Nutznießern des Krieges, die Investoren, ein bestimmtes Investitionsmuster. Man setzt auf steigende und auf fallende Kurse. Fallende Kurse bei den Unternehmen, wo man weiß, die werden durch beispielsweise einen Bombenhagel zerstört werden und damit werden die Unternehmen einbrechen. Und dann setzt man auf fallende Kurse. Man geht short, wie man so schön sagt. So, auf der anderen Seite setzt man natürlich auf steigende Kurse in der Rüstungsindustrie selbst, weil man feststellt, man braucht innerhalb von kurzer Zeit weitaus mehr Munition, als man eigentlich erwartet hat, was wieder einen Schub der Aktienkurse nach oben bringt. Wir dürfen nicht vergessen, die eigentlichen Entscheidungen finden bei den Investoren statt, die im Hintergrund das machen, nicht bei den politischen Akteuren, die vermeintlich irgendwelche Gespräche führen. Ich vermute, die Investoren, Gates und wie sie alle heißen, sind bereits positioniert, so wie damals eben halt bei den entsprechenden Pharmaindustrien. Und jetzt ist die Rüstungsindustrie mal wieder dran. Es geht nach wie vor um die Umverteilung. Es geht immer ums Geld. So, und Röper schreibt, man kann die Rolle des Kanonenfutters nicht ewig spielen. Und im Westen bleiben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder zu zahlen und weiter auf einen Frieden zu Russlands Bedingungen zu warten oder eigene Kräfte einzusetzen. Für Europa ist das doppelt unklug in einer Situation, in der die Auswahl des Teams darauf hindeutet, dass sich Washingtons außenpolitische Prioritäten unter Trump in Richtung Nahe Osten und Asien verschieben werden, also weniger Ukraine, dafür mehr Israel, Iran, China. Und die Frage ist vor allem, um wie viel? Und wenn es denn, wir haben ja schon oft darüber berichtet, dass Trump also Europa heranzieht und sagt, ihr müsst jetzt für die Ukraine zahlen, wir haben genug gezahlt. Wenn es dann jetzt tatsächlich zu einer Änderung dieser Geberliste kommt für Kiew, dann wird Deutschland, das derzeit an zweiter Stelle steht nach USA, auf den ersten Platz rücken müssen, der bisher eben von den USA besetzt wurde. Aber Scholz will das nicht, denn in Deutschland herrscht eine politische Krise, der kann sich das alles gar nicht leisten, stehen die Wahlen an, er hat kein Geld übrig, aber er hat ein Telefon und die Nummer des Kremls. Und dem Foto nach zu urteilen, schreibt Röper, das Scholz selbst veröffentlicht hat in den sozialen Medien, waren Scholz-Sprecher Hebestreit und sein Sicherheitsberater Jens Plöttner anwesend, als er mit Putin gesprochen hat. Und Oton Scholz, ich habe mit Putin telefoniert und ihn aufgefordert, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden und seine Truppen abzuziehen. Russland muss seine Bereitschaft zeigen, mit der Ukraine zu verhandeln, um einen gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen. Die Medien schreiben, dass der Anruf in Moskau mit den Verbündeten schon am 18. Oktober vereinbart wurde, als Joe Biden, aber auch Keir Starmer und Emmanuel Macron in Berlin waren und es nicht ausgeschlossen ist, dass der Anruf als Verhandlungsoption für den Fall eines Sieges von Trump erwogen wurde. Ich glaube, dieses ganze Ding ist ein reines Ablenkungsmanöver. Also alleine, wenn ich mir diesen primitiven Text anhöre, den Scholz gesagt haben will, nämlich ich habe mit dem Präsidenten Putin telefoniert und ihn aufgefordert, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden, seine Truppen abzuziehen. Also das ist ja eine ganz neue Aussage. Damit konnte ja gar keiner rechnen. Das hören wir jetzt mittlerweile seit zig Jahren in dieser ganzen Geschichte, weil seitdem eben halt diese Geschichte läuft mit Russland und Russland muss seine Bereitschaft zeigen, mit der Ukraine zu verhandeln.
Das sind ja reine Platzhalter als Sätze. Da ist doch keine Information drin, da ist doch überhaupt kein Angebot jetzt drin für irgendeine Diskussion, für einen Frieden nach dem Motto, passt mal auf, da gab es die und die Dinge, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben euch mit dem Vertrag von Minsk, haben wir euch betrogen, wir möchten darüber sprechen. Wenn ich beispielsweise in Friedensverhandlungen gehen will, dann gehe ich doch erst einmal hin und gebe ein paar Leckerlis raus und sage, pass mal auf, an der Stelle haben wir einen Fehler gemacht und wir möchten aufgrund dieser Tatsache mit euch sprechen, dass der Gegenüber auch eine Bereitschaft überhaupt erkennt, dass da was Neues kommt. Aber wenn da so eine ganz normale Forderung da wieder abgespult wird, so runtergenudelt wird, wie man sie seit Jahren hört, ja, und dann sollen sie sich plötzlich da hinten zusammensetzen. Entweder war das nicht das, was Scholz wirklich gesagt hat, dann ist es einfach nur ein Platzhalter für die Presse, dann ist der gesamte Artikel an der Stelle dann überhaupt nichts wert, darüber zu berichten. Oder es ist tatsächlich ein reines Ablenkungsmanöver. Von was denn? Ja, von den tatsächlichen kriegerischen Forderungen, die man setzen will. Man könnte darauf setzen, nochmal, man braucht die Umsätze, um das Geld zu befriedigen. Es geht nicht anders. Der Dollar wird sonst crashen. Das ist das Hauptproblem. Dollar ist eine Weltleitwährung und die steht momentan am Abgrund. Und man hat hier ganz klar eine Gruppierung von Oligarchen, die offenbar die Weltgeschicke steuert. Und die finden wir in der Pharma- und in der Rüstungsindustrie und auch in der Flüchtlingsindustrie. So, und jetzt möchte ich noch kurz wiedergeben, was zu diesem Thema aus dem Kreml aktuell verlautet, gemeldet von der russischen Nachrichtenagentur TASS. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagt, es gäbe bislang keine offizielle Quelle über diese Entscheidung Joe Bidens. Doch sollten sich die Berichte wirklich bewahrheiten, wäre es eine wörtlich qualitativ neue Situation hinsichtlich der Verwicklung der USA in den russisch-ukrainischen Konflikt. Auf die Frage möglicher Gegenmaßnahmen Russlands wies Peskow auf die klare Aussage des russischen Präsidenten hin, dass Angriffe in der von Selenskyj geforderten Art ohne die unmittelbare Beteiligung von westlichen Militär- und Geheimdiensten und sowie ohne deren militärisches Fachwissen unmöglich sein. Sollten solche Angriffe durchgeführt werden, würde dies bedeuten, dass sich die NATO-Staaten im Krieg mit Russland befinden. Und das heißt, Deutschland befindet sich im Krieg mit Russland dann. In dem Moment nochmal ganz wichtig, was hier drin steht, was ich vorhin auch schon kurz angedeutet hatte, die unmittelbare Beteiligung von westlichen Militär- und Geheimdiensten muss dabei gewesen sein, denn die sind in der Ukraine in den militärischen Einheiten nicht in der Lage, diese Langstreckenwaffen, die aus USA oder Deutschland kommen, überhaupt zu bedienen. Werden die also losgeschickt, weiß man, dass die NATO das gemacht haben muss. Und dann befindet sich Deutschland in dem Moment tatsächlich im Krieg und nicht erst 1929. Noch konkreter äußert sich der russische Außenpolitiker Leonid Slutsky. Der sagt, US-Raketenangriffe tief in russischen Gebieten werden unweigerlich zu einer größeren Eskalation führen, die droht, noch weitaus ernstere Folgen nach sich zu ziehen. Und er sagt, dann werde Russland aufs Schärfste reagieren. US-Präsident Joe Biden habe entschieden, sich als blutiger Joe aus dem Amt zu verabschieden und so in die Geschichte einzugehen. Biden mache es seinem designierten Nachfolger Donald Trump nicht nur schwerer, den Krieg in der Ukraine zu beenden, sondern auch eine globale Konfrontation zu verhindern. Bestätigt werde dadurch auch einmal mehr, dass die USA direkt beteiligt seien an dem Krieg in der Ukraine, sagte Herr Slutsky. Zuvor hatte unter anderem die New York Times gemeldet, dass Joe Biden nach langem Drängen eben jetzt das erlaubt habe. Aber es wird auch hier bei den Russen wieder darauf hingewiesen, es gibt noch keine offizielle Mitteilung dazu. Ja, also wir werden sehen, wie die offizielle Mitteilung aussieht. Und wenn am 19. Morgen die Sachen entschieden werden sollten, dann wird es wahrscheinlich ein offizielles Statement geben. Wie gesagt, wenn es dann wirklich eine ernste Situation ist, also noch ernster, als wir sie jetzt hier unter diesen Bedingungen hier zu bewerten haben, werden wir mit Sicherheit einen Sonderpodcast machen.
Ja, wir schauen mal, ob wir das überhaupt schaffen, mein lieber Andreas, denn ich habe morgen eine ganze Menge Termine, was unseren Kongress angeht und Vorgespräche. Also ich würde das ein bisschen revidieren wollen und sagen, spätestens am Mittwoch oder der Andreas macht's alleine. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünschen wir euch einen schönen Start in die Woche. Der Andreas pfeift gerade das ganze Orchester herbei. Hast du schon. So, danke schön, Andreas, für deine Expertisen. Alles Liebe und jetzt pfeife ich. Lieber nicht.